Immer wenn einer es schafft, dieses Hütchen bei euch runterzurufen, müssen alle sechs die Trefferzahl sagen. Also beim ersten Mal wäre das jetzt ganz laut aus eurem Mund die? Eins. Bitte was? Die? Eins. Bitte was? Eins. Aha. Damit alle auch aufpassen. Und vor allen Dingen, damit die sich fürchten. Oh, die haben schon eins oder zwei oder drei und wir erst zwei. Haben wir es verstanden? Ich wünsche mir, weil ihr 12 Leute seid, dass jede Mannschaft es schaffen soll, ihren Hut 12-mal runterzuschießen. Mannschaftswettkampf. Und los! Alle rufen mit! Rennt. Kopf an Kopf, beide Mannschaften haben 6, kommt weiter. Sieben, alle zählen mit, die dazu gehören, beide 7. Wenn ihr den Hut nicht aufstellt, kann man ihn nicht runterwerfen. Elf. Jetzt geht's um die Wurst. Ah, oh, das ist ja gemein. Bei elf. Yay! Super. Dankeschön. Es geht jetzt um athletische Aspekte, Beinarbeit, Sprungkraft, Koordination, auch Ballhandling werden eingebaut, Rhythmusgefühl, Differenzierung und alles, was das Koordinationsherz begehrt, kommt jetzt ins Spiel. Sag's nochmal, Dennis, ne? Das ist Dennis und du bist der Max, alles klar. Max, deine Aufgabe ist es jetzt, den Ball festzuhalten und nicht zu verlieren und relativ locker, rhythmisch diesen Reitturnierparcours nicht zu galoppieren, aber zu laufen. Ja, das heißt, du müsstest also diese Bänke auch überspringen. Ich gebe dir gar nicht vor, was du dabei machen musst. Du musst nur rüberkommen und am Ende biegst du da ab, kannst nochmal in die Tribüne winken und dich dann hinten wieder anstellen. Ohne den Ball in beide Hände zu nehmen. Einfach weiter prellen, nicht in beide Hände nehmen. Und los, komm. Jawohl, super das denn. Spitze. Und komm. Jawohl. Vorsicht, rollen dabei. Trefft die Bank genau in der Mitte, damit sie nicht kippelt. Jawohl, und hinterher. Richtig abdrücken. Jawohl. Zack, kleine Schritte dazwischen, auch wenn du lange Beine hast. Sehr gut. Richtiger Fuß jetzt, sehr gut. Richtig die Bank in der Mitte treffen. Das war der falsche Fuß, jetzt war er wieder richtig, das ist der falsche. Super, wunderbar, auf einem Fuß nur landen, nicht auf beiden landen, falscher Fuß. Ein Fuß landet nur. Nicht im Wettlauf, sondern partnerweise. Du da und du hier anfängst und ihr prellt, zack, 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 hier durch die Mitte, hier
begegnet ihr euch, aber trefft euch nicht. Rüber, zack, 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 Handwechsel, weil wir jetzt diese Kurve laufen müssen, zack, zack, zack und wieder Handwechsel und dann wieder zurück. Die erste Gruppe zeigt mal, wie es gehen soll und los. Handwechsel, jawohl, Handwechsel und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Ihr hier auf dieser Seite müsst so laufen, dass ihr immer den rechten Fuß auf der Bank habt. Und du auch. Wie sieht das dann bei dir aus? Rechter Fuß, passt. Mit welcher Hand prellst du? Mit der, ne? Anders wäre schlecht, ne? Und du auch mit der, dann die nächste Bank, wieder rechter Fuß und so weiter. Okay? Und los. Und gib Gas und los. Nächste Gruppe. Und es soll aussehen wie Laufen, ne? Auch wenn der Fuß auf der Bank ist. Und los! Und los! Aber die Bank fängt immer am Anfang an und nicht in der Mitte. Und los! Die Bank fängt immer am Anfang an, auch für Torwarte. Und los! Und dein Partner kommt von der anderen Seite und dann trefft ihr euch in der Mitte. Mit der einen Hand prellt ihr, mit der anderen Hand klatscht ihr euch ab, dann wieder zurück, ins nächste Gatter, wieder abklatschen und durch. Das machen wir zweimal, weil es so schön ist. Und los. Lauft aufeinander zu, abklatschen, wieder zurück, nächste Gruppe. Abklatschen, nächste Gruppe. Abklatschen, nächste Gruppe. Abklatschen, nächste Gruppe. Und komm. Und mit Dampf das Ganze. Es geht noch schneller. Komm, zeig zum Schluss nochmal alles. Und los. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Dieses Spiel heißt Klatschball und das funktioniert ganz einfach so, dass ich dir jetzt einen Ball zuwerfe und du musst ihn fangen, aber vorher klatschen. Das kannst du ja, ne? Das wäre jetzt nicht richtig, weil der Ball nicht geflogen ist. Jetzt ist es gut. Gibst du mir wieder, zack, und du auch. Also schön aufpassen, ne? Ich bin nämlich manchmal ganz schön gemein. Vorher klatschen. Da war es nicht, ne? Hättest du jetzt gedacht. So ist das Leben. Schon wieder. Also richtig genau aufpassen. Es kommt auf die Sekunde an. Und klatschen vorher. So. Das ist der Anfang. Und da ihr ja schon in der 5. Klasse seid, 5. Klasse, ne? Kennt ihr ja eigentlich auch schon ganz viele Städte in Deutschland und der Welt. Und auch viele Länder rund um uns herum. Und ich sage jetzt einen Buchstaben. Ich sage einen Buchstaben aus dem ABC, aus dem Alphabet. Und du sagst die passende Stadt oder das passende Land dazu und musst klatschen und fangen. A. Psst, ihr müsst leise sein, damit ihr auch das hört. Und du sagst es so laut, damit die auch staunen, was du alles weißt. Also wiederhol nochmal, ganz laut. Afghanistan. B. Ja, das zählt gerade noch. C. Das zählt nicht mehr. Nicht sagen. C. China. Nicht geklatscht. Hinsetzen. D. Deutschland. Sehr gut. E. Elefant. Bitte was? Elefant ist ein Tier, ne?